Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Und dieser Quest-Pfeil da über Proventus Avinicii glänzt ja förmlich schon, dass wir den annehmen müssen. Ich weiß. 100 Gold. Ihr mir auch. Ihr seid schon in der anderen Hälfte des Raumes. Aber das macht ja nichts. Das dauert so ewig. Ich muss mir mal irgendein Spiel ausdenken, was ich in den Wartezeiten in den Ladebildschirm mache. So, keine Ahnung. Nenne. Keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Ui, ui. Oh, yo, yo. Ach ja. Ja, bitte? Nee, es ist nur eine E-Merz-Waffe. Ich dachte schon, er hätte eine Dähdrescher. Ich habe großen Respekt vor der Schule der Wiederherstellung. Himmelsrand könnte mehr Heiler gebrauchen. Guck mal. Alle sind sehr gegen Magie. Alle. Wirklich alle. Außer die in Winterfeste. Das weiß ich jetzt schon, weil jeder sagt ja, wenn Magie, dann Winterfeste. Wo laufe ich eigentlich gerade hin? Wo laufe ich gerade hin? Ich will eine neue Waffe herstellen. Ein Einhänder. Ich habe hier einige gute Ein Dedra-Einhänder. Ich muss gerade überlegen, was für ein. Es gibt ja Kriegsäxte mit 17 Schaden. Dann gibt es die Dolche mit 12 Schaden. Würde fast schon gut sein, weil sie auch immer so nah bei mir ist. Den Streitkolben mit 18 Schaden oder das Schwert mit 15. Ich glaube aber ehrlich, das Schwert stellt so noch den besten Kompromiss dar. Ich sage, die besten Waffen und Rüstungen. Benötige ich 2 und einen Lederstreifen. Und noch einen Ehemärzwaffen zu verbessern. Fällt mir gerade so auf. Auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Mhm. Ein Schwert und was ist denn mit der Wassertextur gerade los gewesen? Ein auch doppelter Schaden, das ist also 30 ist auch nicht wenig, ne? Von daher kann man nichts sagen. Kennt ihr meinen Vater? I can pick locks, but I won't do crime. Ja. Nein, das macht keinen Sinn. Eisenschwert hier. Dedrisches Schwert. Ich helfe. Oh mein Gott, wie hast habt ihr den Blick gesehen? Klingen, Helme, alles, was ihr braucht. Der war ja ganz böse. Diese Pfeile habe ich jetzt auch die ganze Zeit dabei. Also gut. Jetzt porte ich mich einfach hoch. Meine Güte. Jetzt bin ich gerade leid. Verzaubern. Da brauche ich einen mächtigen Seelenstein für. Hab ich das? Gucke ich gerade mal kurz nach. Und der halten wir uns. Richtet euren Zorn auf unsere. Okay. Perfekt. Die ist noch nah bei mir. Ich mache die Tür schon für dich auf, Wache. Dann kannst du berichten, dass dir jemand deine Süßigkeiten geklaut hat. Habe ich schon mal erwähnt, wo ich gerade von Süßigkeiten rede, dass ich irgendwann die Mod Realistic Needs and Diseases machen will? Weil Skyrim ist ja nicht schwer genug. Da muss ich dann mit, ja quasi so wie der Hardcore-Modus in Fallout New Vegas, Essen und Trinkbedürfnisse auch noch hinzufügen. Ich finde auch, dass das perfekt harmoniert mit Alkoholeffekten. Wenn man natürlich zu viel Alkohol trinkt, den man trinken muss. Huch, war falsche Taste. Ich beneide euch. Dann Zauber und Beschwörungen soll man jede, davon. Die sie anwenden können. Nein! Nein!
alle kacke. Mist. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfest besuchen. Mist. Mist, 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 Mist. Mist. Ich habe nicht genügend Geld für einen mächtigen Seelenstein, den ich für die Waffe gebraucht hätte. Verdammt. Das ist gerade bitter. Das ist gerade sehr bitter. Ist man als Let's Player eigentlich krankenversicherungstechnisch versichert gegen Sprachprobleme, wenn man die hat? Also es gibt ja so Sprachberufe, wenn man da bestimmte Krankheiten wie zum Beispiel Kehlkopfentzündung hat, ist das ja ein Arbeitsunfall. In Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das beim Let's Player auch so gilt. Würde ich mal gerne wissen. Muss man natürlich angemeldet sein. So. Dass man so ganz groß ist, nicht weil das so als Hobby betreibt. Macht, genau. Ich brauche Geld. Das heißt, irgendeine Quest, wo ich looten kann. Finde die Finger des Meisterschmieds. Hört sich gut an. Da habe ich irgendeine mit Riesen. Nein. Ach, wisst ihr was? Nein. Ich weiß, wo sich Riesen aufhalten. In Sekundasockel. Düsterwind. Ist das nicht hier irgendwo? Sekundasockel. See. Oder im Düsterwindtal sind, glaube ich, auch welche. Ich brauche echt nur eine große Seele. Mächtige, große Licht. Dann würde ich... Ne, ich glaube... Wow, habt ihr das gesehen? Sonst spult nochmal zurück. Das mit dem... Ding da hinten? Scheiß Textur. Mit dem Mammut? Okay. Los, auf ihn! Oh, ist das Pferd tot? Ist ja schade. Wow. Ja, sehr schön, dass du so rumschießt. Also viel zu Jade und dass die nicht auf die Gegner losgeht. Ist der Hase tot? Ne. Aha. Sehr gut, machst du das. Sehr gut. Wow. Wow, 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 wow. Mist. Damit habe ich natürlich gar nicht gerechnet. Okay, er hat nicht widerstanden, das ist gut. Ja! Eben Erzstiefel, aha. Wo ist der Seelenstein? Alles andere ist. Wo ist der zweite Wiese? Da! Mal gucken, was der aushält. Ach, gar nicht so viel. Das heißt... So. Erstmal... Mist. Das Pferd ist tot. Das ist jetzt schon mal gut, weil ich... Irgendwie hat das auch schon irgendwo ein bisschen genervt. Experte.
Ist aber, glaube ich, nicht das höchste. Meister dürfte das höchste sein. Eine Vulkanglasrüstung. Natürlich. Jetzt, wo ich dachte, eins würde reichen. Wisst ihr was? Ja, Mammuts haben doch auch eine große, eine mächtige Seele. Du. Ach, Quatsch. So. Beschwörung auf 41, das wird auch immer mehr. Ich finde, das sollte viel stärker schon geskillt sein. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, wir benutzen das doch so häufig. So. Jetzt aber. Und jetzt wieder zurück. Ohne Mission. Ohne Mission. Haben wir das gemacht. Wir haben zwei Seelensteine und zwei Sachen zu verzaubern. Das ist doch perfekt, oder? Einmal diese Rüstung, die wir gefunden haben. Ich weiß jetzt gerade, Vulkanglasrüstung, genau. Und die Waffe vor allem. Warte mal. Oh, Jade hat ohne Waffe gekämpft. Sorry. Kann passieren. Hallo. Yes. Die Zeiten. Ach, es ging ja. Waren ja jetzt keine 60 Sekunden in der Länge. Ey, du Faringa. Wir brauchen keinen Seelenstein zu kaufen bei dir. Was für ein beschissener Satzbau. So, ich würde auch sagen, eigentlich lähmen oder Blitzschaden. Guck mal, weil eigentlich, wir brauchen da ja jemanden, der gegen Magier ist. Und da ist lähmen natürlich auch gut, aber Blitzschaden noch besser. So, die Vulkanglasrüstung ist ja die stärkste, leichte Rüstung, die es gibt. Ja, Gesundheit verstärken. 40 Punkte ist halt nicht wenig. Seid ihr? Ach, Jade. Ja, ja, klar. Hier, jetzt, I need to... Tell me about your childhood. Trainiert etwas, was er stärker machen will. Mara, protect you. Wieso finde ich das denn nie? I need to trade some things with you. Da hat sie sich den Vulkan, den Stahlstreitkolben geschnappt. Klug, aber... So, hier, nimm doch mal diese Rüstung. Ne, diese Rüstung. Schick. Boah, fehlt nur noch der Helm. Und nimm doch mal diese Waffe. Wie sieht das aus? Hat was. Wie gesagt, fehlt jetzt nur noch der Helm. Ich beneide. Ich hatte euch für einen Magier. 3100, das ist. Das wird euch gefallen. Oh, Eisenstreitkolben der Seelen. Nee. Ich wollte das erst entzaubern, aber. Dann dachte ich mir, nee. Himmelstiefel, vergoldete Elfenrüstung. Ja, Mammutschuss-Szene, genau. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfest. Wie viel Geld habe ich eigentlich? 2, okay. Das heißt, falls ich, weil ich werde jetzt gerade gucken, ob jemand von den beiden Schmieden hier einen Vulkanglashelm hat. Falls ich einen kriege, dann würde ich den natürlich verzaubern wollen. Und was macht Isolda da oben? Sollen verdammt sein. Wenn sie die Wow. Was macht ihr da? Was ist denn hier los?
neue Wege gehen? Das will ich anders interpretieren. Hey, ausnahmsweise mal haben wir vor, was Normales zu kaufen bei ihm. An. Natürlich nicht. Wolfshelm. Ich könnte nicht selber schmieden. Orikalkum bräuchte ich dafür, aber ich kann keine Vulkanglasrüstung schmieden. So, aber bei Eolond war mir das schon fast klar, dass der keine hat. Das sind die die Abenteurer, sage ich. Abenteurer, ja. Mit denen könnte ich auch richtig viel Geld machen, wenn ich die jedes Mal töten würde. Nur da würde ich ein Kopfgeld kassieren, natürlich. Ich hab ganz sicher keine Angst vor euch. Da guckt euch das an, die hat eine Emo-Erzrüstung an. Ja. Warte, Verkräler? Mhm. Ja. Ihr braucht etwas? Ist das so ein richtig dummes? Hä? Mermaidens, da sind sie. Junge, jetzt bin ich so niedrig mit meinem Stuhl. Wirkt sich bestimmt auch so auf längere Zeit. Seht euch nur gründlich um. Ich sage nicht, was machst du denn jetzt an der Theke? Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Ich will's gar nicht wissen. Zwergenhelm. Ja, nein, halt nicht. Diadem vielleicht. Warte mal, wir wirken um 30% höheren Schaden. Mist, ich hab nicht genug Gold. Warte mal. Das könnte ich eigentlich. Bleibt auf der Hut. Aela, hier. Wir halten an. Was ist los? Ich möchte einige Dinge tauschen. Was braucht ihr? Das dürfte ja nicht so schrecklich aussehen, oder? Ja, meine ich doch. Dann mal los. 30% höhere Schießkunst ist nicht schlecht. Nehme ich für einer. Und jetzt machen wir Cut. Bis zur nächsten Folge.